Im heutigen Video geht es um die Zwei-Faktoren-Theorie nach Herzberg. Bei der Zwei-Faktoren-Theorie werden im Arbeitsalltag nach zwei unterschiedlichen Einflussfaktoren auf die Arbeitszufriedenheit unterschieden: Motivationsfaktoren, die Satisfier, und Hygienefaktoren, Dissatisfier. Kommen wir erst einmal zu den Hygienefaktoren. Also, Hygienefaktoren können gerade mal dafür sorgen, dass man nicht unzufrieden ist. Wenn sie allerdings nicht vorhanden sind, dann führt das zu einer extremen Unzufriedenheit. Allerdings wirken sie bei übermäßigem Vorhandensein auch nicht motivierend. So, hier noch ein paar Beispiele zu den Hygienefaktoren. Also Hygienefaktoren sind Aspekte aus dem Bereich der Arbeitsumwelt. Zum Beispiel, wie viel Gehalt man bezieht, wie man sich mit seinen Arbeitskollegen versteht, allgemein die Arbeitsbedingungen, die Beziehungen zu den Vorgesetzten, die Firmenpolitik und so weiter. Nochmal zur Erinnerung, wenn diese Hygienefaktoren fehlen, dann führt das zu einer extremen Unzufriedenheit. Allerdings wirken sie bei übermäßigem Vorhandensein nicht motivierend. Kommen wir nun zu den Motivationsfaktoren. Also ein Vorhandensein dieser Faktoren wirkt motivierend. Ein Nichtvorhandensein führt jedoch nicht nachhaltig zu Unzufriedenheit. Also einfach ausgedrückt, ein Nichtvorhandensein löst also rein gar nichts aus. Ein paar Beispiele zu den Motivationsfaktoren sind Aufstieg, Verwirklichung, Verantwortung, man könnte sagen ganz allgemein Erfolgserlebnisse. Was ist die Erkenntnis, die wir aus der Zwei-Faktoren-Theorie nach Herzberg ziehen können? Aus dem Modell können wir für die Gestaltung eines Anreizsystems ableiten, dass die Hygienefaktoren in jedem Fall erfüllt werden sollten. Sie müssen auf jeden Fall erfüllt werden. Allerdings wirkt eine übermäßige Erfüllung nicht motivierend und ist deshalb sinnlos. Lediglich gute Arbeitsinhalte, also wirklich gute Arbeitsinhalte und somit Motivationsfaktoren, ermöglichen es, Mitarbeiter dauerhaft zu motivieren. Das war's auch schon mit dem Video zur Zwei-Faktoren-Theorie nach Herzberg. Wenn ihr auch wie ich das autodidaktische, also eigenständige Lernen liebt, dann abonniert den Kanal. Ich werde versuchen, alle Themenbereiche der Wirtschaftswissenschaften abzudecken und euch zum Lernen und Verstehen hier auf diesem Kanal zur Verfügung zu stellen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.